Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Dienstag, dem 30. Oktober 2018. Ich sitze, ich schreibe gerade an meinem politischen Nachruf auf die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die ja gestern mit ihrer Ansage nicht überrascht, aber doch zumindest, ja, teilweise überrascht hat. Sie werde sich aus dem Parteivorsitz zurückziehen, Kanzlerin bleiben, aber nicht mehr neu antreten. Das war im Gesamten natürlich erwartet worden, aber nicht jetzt. Hatte sich allerdings auch aufgedrängt nach den schlappen Resultaten da in Hessen. Und ich bin jetzt eben gerade dann hier eine Würdigung zu schreiben, eine Einschätzung, die natürlich, so erwarten Sie das von mir, etwas dem widerspricht und andere Akzente setzt als das, was jetzt gemeinhin in den Medien so fabuliert und fabriziert wird. Ja, wie soll man das aufschlüsseln? Was ist hier das Wichtigste? Punkt 1, Merkel gilt ja jetzt quasi gemeinhin als gescheiterte Politikerin. Es hat so einen tragischen Unterzug drin in den verschiedenen Darstellungen. Die Leute, auch jene, die damals gejubelt haben, beißen sich jetzt fest in der Anprangerung ihrer Flüchtlingspolitikentscheidung anno 2015 und so weiter. Man sammelt und sucht hier die Fehler zusammen, die jetzt zu diesem Niedergang, die zu diesem absehbaren Abgang geführt haben sollen. Ich habe einen ganz anderen Ansatz hier. Ich versuche, Merkel einzubetten in die Geschichte der deutschen Nachkriegszeit nach 1945, als sich dieses Deutschland wieder finden musste, als sich dieses Deutschland wieder neu aufbauen musste. Und dieses Deutschland hat eben in der Nachkriegszeit eine ziemlich festgefügte, wie würde ich sagen, Nachkriegsidentität sich aufgebaut. Diese Nachkriegsidentität, die hat sich natürlich auch entwickelt über die Jahrzehnte, aber sie ist doch im Großen und Ganzen eigentlich gleich geblieben. Das heißt, Ende des Nationalstaats, Absage an den Militarismus, internationale Zusammenarbeit, dort vor allem die EU als Vaterlandsersatz. Man konnte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr Deutscher sein. Die EU war das perfekte Angebot einerseits des Wiederaufbaus, aber auch der Wiedereingliederung, ein Entgiftungs- und Resozialisierungs-Rehabilitierungsprogramm für die Deutschen. Also der deutsche Patriotismus, der früher im Stechschritt mit den Gewehren, mit den Pickelhauben, mit den Bajonetten sich da zum Teil artikuliert hat, aber auch nicht nur zum Teil artikuliert hat. Dieser Patriotismus wurde jetzt auf die Europäische Union zentriert. Natürlich dazu kommen noch die Westbindung, sehr stark an den Amerikanern orientiert. Was ist neu dazugekommen im Laufe der Zeit? Natürlich das 68er-Feeling, Ökologie, etwas Wohlstandslinks, Salon, Güpli-Sozialismus und so weiter, fremdfinanzierte Lebensstile, Ausbau des Sozialstaats, das wurde immer wichtiger und natürlich auch die Ökologie. Und das ist quasi über alle Parteien hinweg oder die Parteien zusammengenommen etwas das Spektrum, den Feminismus hatte ich noch fast vergessen, Ali Schwarzer, der kam auch noch rein, Frauenförderung, das prägte dieses Sammelsurium prägte die deutsche Nachkriegsidentität und Merkel ist interessanterweise die Verkörperung von all dem. Ich schreibe hier, sie ist die Quersumme aller Regierungen, die ihr vorausgegangen sind. Und noch etwas kommt hinzu. Merkel ist von Geburt her Westdeutsche, ist aber im Osten aufgewachsen, kam dann bei der Wende aus dem Osten in den Westen und verkörpert also auch hier noch diese Synthese. Also Merkel, die große Klammer, die große Mutter, die Urmutter aller Mütter, die Garantin des Zusammenhalts, die Ein-Personen-Großkoalition, die weibliche Ein-Personen-Großkoalition Merkel, die auch versucht hat, sozusagen in sich und in ihrer Politik alle Gegensätze aufzuheben und zu versöhnen. Sie ist mit der CDU nach links gegangen, hat hier die sozialdemokratische Politik aufgenommen, sie hat grüne Elemente aufgenommen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das Ziel dieser Naturwissenschaftlerin war eigentlich Deutschland in ein postpolitisches Zeitalter der Harmonie und der Nicht-Gegensätze hineinzuführen, wo man jedes Problem am Schluss nur noch technokratisch, naturwissenschaftlich lösen kann und lösen soll. Und das ist ihr ja eigentlich erstaunlich gut gelungen, lange Zeit. Und jetzt, heute, haben wir die ironische Situation, dass diese Kanzlerin, die einst angetreten ist, alles zu versöhnen und zu vereinen, die hinterlässt eine Bundesrepublik, die noch nie so gespalten, noch nie so polarisiert und noch nie so aufgeheizt war, wie das bis jetzt in der Geschichte man beobachten konnte. Also Merkel, die Totalversagerin, liegt jetzt alles in Scherben, hat sie alles falsch gemacht.
Ja, man könnte es natürlich bei oberflächlicher Betrachtung so sehen. Ich aber sehe hier Merkel eher als ein Symptom, nämlich das, was jetzt aufbricht, das, was auch sie zu Fall gebracht hat, das ist eben, wenn man so will, das sind die tieferen überpersönlichen Kräfte der Politik, der deutschen Geschichte. Dieser Nachkriegskonsens, den sie eben verkörpert hat, dieser Nachkriegskonsens, der sehr eng an die Europäische Union gebunden war, dieser Nachkriegskonsens, der löst sich eben auf. Warum löst er sich auf? Weil diese EU, der Stützpfeiler der deutschen Identität, weil diese EU eben eine Fehlkonstruktion ist, eine institutionelle Fehlkonstruktion. Und die Dinge, über die man jetzt so redet, die Eurokrise, vor allem natürlich die Migrationskrise, das seien die großen Fehler, vor allem die Migrationskrise, das sei der große Fehler von Merkel gewesen. Ja, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ich glaube, die Eurokrise und die Migrationskrise sind Symptome, akute Symptome eben der institutionellen Fehlkonstruktion EU. Diese Migrationskrise, diese Eurokrise gäbe es ohne die EU nicht. Und das ist das tieferliegende Problem für die Deutschen. Auch für die deutschen Politiker, die Regierungen, war die EU eigentlich eine unbedenkliche Rückfallposition in der Politik, im Zweifel für Europa. Und das ist heute nicht mehr möglich. Diese Totalverdrängung, verständliche Totalverdrängung des Nationalstaats, die ist heute nicht mehr möglich, weil eben die EU als postnationales, nationalstaatsauflösendes Nirvana nicht funktioniert. Und hierfür, für diese Herausforderung, wie man eigentlich aus diesem EU-deutschen Nachkriegskonsens ausbrechen konnte, neue Lösungen finden konnte, da war Merkel letztlich überfordert. Sie hat sich im sozusagen einfach in diesem Modell der letzten 50, 60 Jahre bewegt und da sozusagen einfach alles in sich aufgenommen, was damals und bis dann eigentlich als Strömungen gesellschaftlich vorhanden war. Was wird ein Nachfolger, eine Nachfolgerin machen müssen? Ja, die werden jetzt eben das Kernproblem anpacken müssen und das Kernproblem ist die Europäische Union. Sie verliert dramatisch an Rückhalt, die Briten laufen davon, die EU produziert Flüchtlingskrisen, Währungskrisen, Sozialstaatskrisen und so weiter. Die Friedensunion schafft, stiftet und schafft Unfrieden in Europa. Das ist das große Problem und Deutschland als die zentrale EU-Macht. Die EU ist ja Teil der Nachkriegsidentität, Vaterlandsersatz. Die Deutschen sind heute und ihre Regierung sind heute gefordert, diese EU-Probleme an der Wurzel zu packen. Euro-Migration sind nur Symptome dieser EU-Problematik. Und das wird die wichtigste Aufgabe der Nachfolgerin, des Nachfolgers sein. Die CDU, die eigentlich bürgerliche Partei, die von der Weltumarmerin und Allesversöhnerin Merkel nach links gedrückt wurde, diese CDU ist heute meines Erachtens am besten prädestiniert, diese Probleme anzupacken und zu lösen. Besser als die AfD, die etwas unbalanciert, wenn ich so will, oder ein etwas in gewissen Facetten zumindest extremistisches Produkt des deutschen Unbehagens an dieser letzten Entwicklung darstellt. Die CDU müsste hier eigentlich das Heft wieder in die Hand nehmen, könnte es in die Hand nehmen, müsste aber dann einen etwas konservativen, realistischeren, der neuen Realität aufgeschlossenen Vorsitzenden, eine neue Vorsitzende finden. Ob sie das können, das weiß ich nicht. Es steht mir auch nicht zu, hier ein Urteil abzugeben. Aber auf jeden Fall ist es ganz wichtig, die deutsche Politik muss jetzt nach Merkel aus dieser Nachkriegsidentität, aus diesem Nachkriegsmodell ausbrechen und dieses Nachkriegsmodell auf der Grundlage der EU, einer Nibelungentreue zu dieser institutionellen Form der EU, das geht nicht mehr. Heute muss die EU reformiert werden, damit auch die Mitgliedstaaten wieder besser funktionieren. Sonst waren Migrationskrise, Eurokrise und Brexit nur Vorboten einer ruckartigen und gewaltsamen Auflösung. Merkel hat in dem Sinn, ja, wie soll ich sagen, ist sie ein Symptom einer Zeit, die jetzt zu Ende geht. Jetzt braucht es neue Kräfte, die die neuen Realitäten ins Auge fassen. Und die könnten sich ja beispielsweise auch von einer Weltwoche inspirieren lassen, weil das ja die Themen sind, die wir schon seit sehr langem hier an dieser Stelle besprechen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich lasse es bei diesem einen Thema und wir sehen uns morgen wieder Mittwoch, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Besten Dank.